kann in meinem stumpfen Menschenkopf, die mir vorleben, was ich nicht kann und was die können. Und wenn das dann harmoniert und zusammenspielt, dann ist das einfach das große Lob der Yacht. Tägliche Übungsstunde. Thema heute Vollbremsung. Das A und O eines brauchbaren Yachthundes, mit dem man schließlich ins Revier geht, wo andere Menschen nicht hin dürfen, die bitte auf den Wegen bleiben möchten, ist, dass der Hund gehorsam ist. Es ist jetzt immer noch die Gefahr, dass hier Jungwild ist irgendwo. Oder hier steht jetzt ein Hase auf. Dann muss ich den Hund halten können, wie der Jäger sagt. Dann muss ich ihn. Und das Sicherste ist runter. Rolf Kröger bildet alle seine Hunde selbst aus. Er will sie sicher im Griff haben. Wie in diesem Augenblick, als Filou einen Hasen aufstöbert und hetzt. Komm hier! Hey, da passiert's. Hier ist der Hase. Schnell! Daran erkennt man die gute Hundeschule. Jagdmesse. Hier lockt man zur Wildschweinjagd nach Russland. Der Weidmann als bewaffneter Tourist. Wir haben die Jagd zum Beispiel in Tschukotka auf Elch. Die kostet komplett 7.300 US-Dollar. Da ist inkludiert die komplette Reise ab bis Moskau mit Inlandsflügen und die Trophäe. Das sind relativ teure Exoten, sage ich mal. Das ist das Marco Polo Schaf. Das kommt in Kirgisien vor, lebt auf 4.000 Meter Höhe. Und der Abschuss kostet, also die gesamten Safari kosten 16.200 US-Dollar. Dollar? Ja. Wird das dann auch kontrolliert, dass da nicht so viel abgeschossen wird? Das wird sehr stark kontrolliert. Es wird genau Stückzahlen von den staatlichen Seiten freigegeben. Und der Bestand ist im Steigen, wird also auch durch die Bejagung nicht weniger. Die Jägerin Anne Nachtsheim, sie ist Tiermalerin. An der Staffelei denkt sie oft über ihre Jagderlebnisse nach. Für sie ist das Erlegen eines Tieres immer ein innerer Konflikt, denn die Jäger töten ja, was sie lieben. Jedes Tier, was ich erlege, habe ich sehr viel Gedanken. Hinterher trage ich sehr viel Gedanken nach. Gibt es eigentlich sowas auch wie Mitleid mit Tieren? Mitleid empfinde ich bei Tieren, wenn ich ein Wild nicht direkt weitgerecht erlege. Das heißt, dass das Tier vielleicht vorher sich bewegt hat oder ich habe mich nicht richtig verhalten und man schießt das Tier nicht gleich tot, dann hat man wahnsinnig viel Mitleid. Also dann hat man auch, ich habe es auch einmal erlebt und deswegen bin ich auch so eine Jägerin, die jetzt sehr, sehr bewusst versucht zu jagen. Man braucht also lange, um das zu überwinden, wenn man es mal getan hat. Nun ist das ja so, Malerin und Jägerin ist ja vielleicht so ein Unterschied auch wie zwischen Sensibilität und Rohheit. Ja. Jagen ist ja ein raues Handwerk. Jagen ist ein raues Handwerk. Ich muss damit sagen, dass wenn ich die Waffe in der Hand habe, dass ich jedes Mal dran denke, ich habe den Tod in der Hand. Ich meine, man weiß ja, was der Tod für einen selbst bedeutet und man bringt ihm ja der anderen Kreatur bei. Denken Sie auch darüber manchmal nach? Dass zum Beispiel ein Rehbock an einem schönen Sommermorgen sterben muss? Wenn ich das denken würde, dann könnte ich an dem Tag nicht schießen. Und das habe ich auch erlebt, auch ein tolles Erlebnis, wo eine Ricke mit einem Schmalreh und Bockkitz, Rickenkitz auf der Wiese war und ich hätte das Schmalreh schießen müssen. Und ich muss sagen, dieses Bild in meinen Augen, diese Erinnerung an dieses Bild, wie die miteinander gespielt haben, bin ich glücklich, dass ich das habe und ich habe nicht geschossen. Und das muss ich auch nicht. Und das ist das Tolle an dieser Jagd. Man muss nicht schießen. Nur die Waffe macht den Jäger dem Wild überlegen. Sie ist ein notwendiges Werkzeug zum Töten. Und ein magisches Spielzeug, das Macht verleiht. Ja, hier können wir erkennen, eine schöne englische Holland & Holland Doppelflinte, gebaut ca. 1910.